Mein lieber Löwe, das ist die allgemeine Monatsprognose für Dezember 2020. Mein Name ist Emanuel von Senstern. Ich bin dein astrologischer Lebensberater in Berlin. Am 1. Dezember tritt Merkur in Schütze ein. Das heißt, bis 21. Dezember wirst du einen starken Drang verspüren, anderen deine Gedanken und Vorstellungen zu präsentieren. Wenn du Elternteil bist, dann wirst du intensive Gespräche mit deinen Kindern führen. Es ist dabei wichtig, dass man seine Meinung nicht erzwingt. Im Allgemeinen sollte man in dieser Zeit nicht mehr sagen als notwendig, ansonsten könnte man überheblich auf andere wirken. Zwischen 2. und 6. haben wir Venus Trigon Neptun. Du dürftest deine Sorgen in Bezug auf einen Menschen vergessen und die Dinge so akzeptieren, wie sie sind. Du selbst oder eine andere Person kann überempfindlich reagieren und sogar viel weinen. Anders betrachtet kann man sich für Menschen einsetzen, die hilfsbedürftig sind. Zwischen 7. und 9. Dezember bilden Sonne und Neptun einem Quadrat. Man sollte eine Situation nicht überschätzen und sich nicht mehr zutrauen oder zumuten, als man verträgt. Eine falsche Handlung oder Annahme wird sich als sehr unvorteilhaft erweisen. Zwischen 10. und 11. haben wir Sonne Trigon Mars. Bis 26. Monatstag sollte man sich am besten zurückziehen, statt sich auf jeden Preis für die eigenen Wünsche einsetzen zu wollen. Das Thema Bildung oder Fortbildung dürfte in den Vordergrund rücken. Zwischen 12. und 13., mein lieber Löwe, hast du Merkur Quadrat Neptun. Es kann geschehen, dass du unentschlossen in Bezug auf etwas bist. Du könntest dich zögernd in eine Richtung bewegen. Am 14. haben wir einen Neumond und eine Sonnenfinsternis in Schütze. In den Bereichen der Bildung, Kreativität und Kinder werden sich bis zum Jahresende neue Perspektiven eröffnen. Es ist möglich, dass du eine berufliche Veränderung erlebst, die dir erlauben wird, deinen Alltag nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Auch am 14. haben wir Saturn in Wassermann eingetreten und das heißt, bis März 2023 sind die Themen Liebe und Partnerschaft mit vielen Hindernissen und Hürden verbunden. Es gibt eine Tendenz, einsam zu sein und zu bleiben. Heiraten wäre in dieser Zeit nicht empfehlenswert. Am 15. haben wir Venus in Schütze eingetreten. Bis zum Jahresende hast du einen guten Einfluss in den Bereichen der Liebe und Kreativität. Mit diesem Venus-Transit wird dein Leben an Lebensfreude gewinnen. Dann zwischen 17. und 19. haben wir Saturn und Jupiter in Wassermann eingetreten. Dieser Aspekt wird bis 8. Januar für viel Aufregung sorgen, insbesondere in den Lebensbereichen der Liebe und des Berufes. Okay? Wir haben dann am 20. und bis zum 21. Jupiter-Konjunktion Saturn in Wassermann. Gerichtliche oder behördliche Hilfe dürfte bald bei vielen Löwen erforderlich sein. Falls zutreffend, werden sich die Beziehungen zu deinem Vater oder Chef bald ändern. Zwischen 22. und 23. haben wir Mars Quadrat Pluto. Unterschwellige Probleme und Unzufriedenheiten werden durch diesen Aspekt an die Oberfläche auftauchen. Geduld und Toleranz sind angebracht. Zwischen 24. und 28. Dezember haben wir Merkur Trigon Uranus. Man dürfte sich viel Arbeit machen. Weihnachten scheint merklich eine belebende Zeit für dich zu sein. Überraschende Entwicklungen sind in dieser Zeit möglich. Und zum Schluss, zwischen 30. und 31. haben wir einen Vollmond in Krebs. Zu Silvester wird man sich komplett zurückziehen wollen und seine Ruhe haben. Es empfiehlt sich, zu Hause zu bleiben. Mein lieber Löwe, mit diesen allgemeinen Aussagen bin ich fertig. Wenn du eine
genaue und individuelle Prognose für die kommenden Jahre brauchst, kannst du gerne bei mir eine Beratung buchen. An dieser Stelle bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit. Frohe Weihnachten und frohes neues Jahr 2021. Vielen Dank und bis demnächst.